Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, ich darf Sie ganz herzlich zur Informationsveranstaltung über den naturwissenschaftlichen Zweig begrüßen. Mein Name ist Hans-Jürgen Koller und ich werde Ihnen das Wichtigste über den M-Zweig erzählen. Dazu habe ich eine kleine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Ich werde Ihnen erzählen, was unser naturwissenschaftlicher Zweig bietet und was die Voraussetzungen sind, um sich für den Zweig anzumelden und danach aufgenommen zu werden. Außerdem möchte ich ganz kurz darauf eingehen, was wir von unseren zukünftigen Schülerinnen und Schülern erwarten. Aber beginnen wir mit, was bietet eigentlich unser naturwissenschaftlicher Zweig? Prinzipiell sind wir ein Zweig mit Schwerpunkten in Biologie, Chemie, darstellende Geometrie, Mathematik und Physik. In diesen Fächern bieten wir projektorientiertes Arbeiten in Kleingruppen an. Das heißt bei uns das naturwissenschaftliche Praktikum. Bei diesem Praktikum trifft man sich in einer Gruppe mit maximal 12 Schülern am Nachmittag und macht dann vertieften Unterricht in den oben genannten Fächern. Zum Beispiel hat man in Chemie oder in Physik Versuche, in Biologie verbringt man im Sommer dann die Zeit im Schulgarten und pflegt die Pflanzen, verarbeitet die Produkte weiter und so weiter. Ein sehr spezielles Kriterium bei uns ist natürlich auch fächerübergreifender Unterricht. Wir versuchen immer, wenn es möglich ist, die Fächer zu verbinden, und zwar nicht nur in naturwissenschaftlichen Fächern, sondern zum Beispiel auch in Englisch. Ein persönliches Projekt von mir ist gerade, ein Physikpraktikum auf Englisch durchzuführen, denn Sie wissen sicher, dass Englisch ein ganz, ganz wichtiges Fach ist, vor allem, weil im späteren Leben in diesen naturwissenschaftlichen Fächern die meiste Literatur und die meistverwendete Sprache Englisch ist. Für mich persönlich ist natürlich auch die Talentförderung sehr, sehr wichtig. Wir haben hier sehr viele Angebote für Schülerinnen und Schüler, um sich noch weiter steigern zu können und wirklich tief in die Materie abtauchen zu können. Aber dazu später mehr. Und für Sie wahrscheinlich ganz, ganz wichtig ist, unser naturwissenschaftlicher Zweig ist ein vierjähriger Zweig, den man mit der Matura abschließt. Und er bietet eine ausgezeichnete Ausgangslage für viele Studien, vor allem Medizin, Informatik, Mathematik und alles, was mit Naturwissenschaften und Techniken zu tun hat. Aber schauen wir uns nun gemeinsam einmal die Stundentafel an. Die Stundentafel gibt Ihnen Auskunft, wie viele Stunden Sie pro Jahr in einem Fach haben. Das heißt, hier haben im M-Zweig die 5., 6. und 7. und 8. Klasse. Und in jeder Klasse gibt es eine gewisse Anzahl an Stunden. Die meisten Zweige bei uns sind hier sehr ähnlich. Ich möchte hier jetzt aber auf die Unterschiede eingehen, die bei uns in unserem Zweig besonders sind. Das erste, was auffällig ist, ist Mathematik plus die praktische Mathematik. In einem normalen Zweig haben Sie pro Jahr 3 Stunden Mathematik. Bei uns haben Sie in der 6. und der 7. Klasse eine Zusatzstunde. Das ist die sogenannte praktische Mathematik. Der Unterricht läuft wie folgt ab. Die Klasse wird auf 2 Gruppen aufgeteilt und der Unterricht findet normalerweise im Informatikraum statt. Diese Stunde soll dazu dienen, um wirklich praktische Mathematik, wie zum Beispiel das Arbeiten mit GeoGebra, einzuüben. Das ist natürlich dann auch für die Matura sehr, sehr hilfreich. Der zweite Punkt ist, wie ich schon vorher erwähnt habe, der Extraunterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern. Das betrifft jetzt Biologie, Chemie, Physik und natürlich das Praktikum. Beginnen wir mit Biologie. Normalerweise hat eine Klasse in der siebten Klasse kein Biologie. Bei uns hat man eine Wochenstunde. Chemie startet normalerweise erst ab der 7. Klasse. Im N-Zweig starten wir in der 5. bereits mit 1 Stunde und in der 6. mit 2 Stunden. Und Physik ist normalerweise erst ab der 6. Klasse. Bei uns geht es schon ab der 5. mit 2 Wochenstunden los. Zusätzlich zu diesen 3 Fächern gibt es natürlich jetzt wieder dieses praktische Arbeiten in Naturwissenschaften. Unser naturwissenschaftliches Praktikum. In der 5., 6. und 8. Klasse hat man hier eine Wochenstunde, in der 7. Klasse hat man 2 Wochenstunden. Zusätzlich kann man sich dann noch in der 6. Klasse für ein Schwerpunktfach entscheiden, in dem man dann auch Schularbeiten hat. Das heißt, man kann sich 2 zusätzliche Stunden entweder in Physik, Chemie, Biologie oder darstellender Geometrie wählen. Dies ist dann sehr besonders, weil hier hat man meistens dann eine Gruppe von 5 bis 10 Schülern und kann schon das Niveau der Universität erreichen. Welche Angebote gibt es dann noch zusätzlich bei uns? In der 5. Klasse startet man bereits mit den Kennenlerntagen.
Kennenlerntage sind 2 Tage, wo man gemeinsam mit der Klasse wohin fährt und sich einfach kennenlernt. Man kann, macht dann zum Beispiel so Gemeinschaftsspiele und so weiter. Das wahrscheinlich Wichtigste bei uns in unserem Zweig ist die sogenannte Meeresbiologische Woche. Diese findet entweder in der 6. oder 7. Klasse statt. Warum das? Bei uns ist es so, dass die 6. und 7. Klasse immer gemeinsam auf Meeresbiologische Woche fährt. Das hat den Vorteil, dass man sich untereinander kennt und dass es natürlich dann insgesamt auch billiger wird. Also die Meeresbiologische Woche läuft wie folgt ab. Man fährt eine Woche nach Kroatien auf die Insel Krk und hat dort einen meeresbiologischen Workshop. Das heißt, man hat direkt vor Ort Leute, die Biologie studiert haben, die einen dann erklären, wie die Fauna und Flora vor Ort funktionieren. Und natürlich kann man auch ins Meer, man schnorchelt und schaut sich alles direkt an. Das Zweite, das ist dann abwechselnd, also einem Jahr ist die Meeresbiologische Woche, im anderen Sportwoche, ebenfalls mit der 6. und 7. Klasse. Hier fährt man eine Woche auf Sportwoche, zum Beispiel nach Kärnten oder Bibione, und hat dann ein sportliches Programm. Ich als Zweigleiter bemühe mich immer, dass wir Vorträge von Experten in die Schule bekommen. Im letzten Jahr war zum Beispiel ein Herr von der Universität da, der einen Vortrag über Elektroautos gehalten hat. Und natürlich kommen die Experten nicht nur zu uns, auch wir versuchen zu ihnen zu kommen. Wir sind öfters an der JKU, an der FH in Linz und so weiter. Sehr besonders bei uns an der Schule ist unser eigener Schulgarten. Sie haben sicher schon einige Bilder davon gesehen. In unserem Schulgarten bauen wir selber Obst und Gemüse an und verarbeiten das dann auch weiter. Dies geschieht dann im Praktikum, das heißt, wir haben unsere Schülerinnen und Schüler einen großen Mehrwert. Und wie ich schon erwähnt habe, wir sind sehr an Talentförderung interessiert. Hier gibt es einige Dinge, die ich Ihnen kurz erzählen möchte. Nummer 1 sind die Olympiadekurse. Olympiadekurse gibt es bei uns an der Schule in Mathematik und Chemie. Diese finden am Nachmittag statt und sind ein Zusatzangebot für Schüler, die sich gerne noch mehr in die Materie Mathematik oder Chemie vertiefen möchten. Das kommt bei unseren Schülern sehr gut an. Wir haben 2 Kurse in Chemie und im Moment sogar 4 Kurse in Mathematik und Lernen. Das heißt für unsere Schüler, hier können sie sich wirklich austoben. Ich habe gerade einen Schüler, der geht 4-mal in der Woche in die Mathematik-Olympiade und dann am 5. Tag in die Chemie-Olympiade. Zusätzlich zu diesen Förderungen in naturwissenschaftlichen Fächern bieten wir natürlich noch weitere Dinge an. Bei uns gibt es in jedem Jahr einen Kurzkurs Schach und seit letztem Jahr kann man Schach sogar als Wahlpflichtfach wählen und in diesem Fach dann auch maturieren. Außerdem nehmen wir als naturwissenschaftlicher Zweig natürlich auch bei diversen Projekten und Wettbewerben teil. Ein Beispiel dafür ist natürlich der Namewettbewerb, der einmal im Jahr an der JKU stattfindet. Und wir nehmen natürlich auch an gewissen Wettbewerben mit unseren Maturanten teil. Seit letztem Jahr neu ist ein Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften für die besten Maturanten und Maturantinnen Österreichs. Hier hat eine Schülerin letztes Jahr das Stipendium gewonnen und in diesem Jahr ist wiederum eine Schülerin aus dem naturwissenschaftlichen Zweig in der Endauswahl und diese wird hoffentlich in dieser oder in der nächsten Woche die Zusage bekommen. Nun möchte ich ganz kurz an die Anforderungen an die Schüler eingehen. Uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir Schüler und Schülerinnen haben, die sich auch im Zweig wohlfühlen. Deswegen sind wir hier immer sehr, sehr sorgfältig, auch klar zu kommunizieren, was sollte man eigentlich können oder wo sollte man Interessen haben, damit man sich in diesem Zweig wohlfühlt. Das Erste ist natürlich einmal Neugier. Wichtig ist, dass man als Naturwissenschaftler immer wieder etwas Neues herausfinden möchte. Wichtig ist natürlich auch vernetztes Denken und das Erkennen von Zusammenhängen. Wie man schon weiß, viel Physik, viel Mathematik, viel Chemie, das hat hier sehr große Vorteile. Zur Mathematik gehört natürlich dann auch das logisch-analytische Denken. Und ein Ding, das mir sehr, sehr wichtig ist, ist der Mut zu kreativen Lösungen. Ich freue mich immer besonders, wenn Schülerinnen und Schüler zu mir kommen und mir einen ganz neuen Lösungsweg zeigen, den ich selber noch nicht gekannt habe. Und sie werden glauben, das ist eher selten. Nein, bei uns im naturwissenschaftlichen Zweig kommt das öfters vor. Vor allem zu meinen Freuden. Und dann natürlich, vor allem auch für Biologie, ist es ganz wichtig, dass man Sachen sehr genau beobachtet, zum Beispiel beim Mikroskopieren, diese Sachen dann auch wiedergeben kann. Und natürlich auch ein gewisses Maß an Naturverbundenheit hat. Natürlich ist mir bewusst, dass nicht jeder Schüler, jede Schülerin sofort alles erfüllt. Das sind jetzt einmal die Punkte, die mir wichtig sind. Und viele davon können sich natürlich auch im Laufe der 4 Jahre entwickeln. Kommen wir zum Aufnahmeverfahren.
Und auch hier ist es mir ganz wichtig zu sagen, dass das jetzt kein Test ist, sondern das ist eine Orientierungshilfe, um falschen Erwartungen entgegenzusteuern. Wir möchten unter allen Umständen verhindern, dass ein Schüler, eine Schülerin sich unwohl fühlt bei uns im Zweig und dann draufkommt, dieses Physik, dieses Chemie, das liegt mir eigentlich nicht, das macht mir keinen Spaß. Deswegen ist es auch möglich bei uns, dass man sich nicht nur für ein Aufnahmeverfahren bei einem Zweig anmeldet, sondern für bis zu drei. Man macht dann alle drei Aufnahmeverfahren und man bekommt dann von uns die Rückmeldung, wo man am besten war. Ich würde Ihnen das dringend empfehlen, das auch so zu machen. Aber nun kommen wir zum Aufnahmeverfahren für den naturwissenschaftlichen Zweig. Also wir testen die grundlegenden Anforderungen und das machen wir in einem schriftlichen und in einem mündlichen Teil. Auf der Homepage finden Sie natürlich auch einen Beispieltest. Der schriftliche Teil legt den Fokus auf grundlegende Mathematik, Richtung logisches Denken. Der mündliche Teil testet dann die Motivation und natürlich auch ein bisschen Leseverständnis von naturwissenschaftlichen Texten. Ich würde Ihnen einen Tipp geben, schauen Sie sich den Beispieltest an auf unserer Homepage und sollten Sie dann noch Fragen haben, melden Sie sich bitte einfach per mir per Mail. Der Termin dieses Jahr ist der 16.03.2021. Für Sie wichtig, melden Sie sich im Sekretariat im Zeitraum wie auf der Folie abgebildet an. Alle Informationen bekommen Sie dann direkt vor Ort. Wo können Sie jetzt nun weitere Informationen zum Zweig bekommen? Wie ich Ihnen schon angeboten habe, Sie können sich jederzeit bei mir melden. Ein weiteres Angebot ist natürlich, Sie können zu uns in die Schule kommen und schnuppern. Bitte hier unbedingt im Sekretariat vorher anfragen und sich anmelden. Es könnte sein, dass das im Moment aufgrund von Corona nicht möglich ist. Und zu guter Letzt möchte ich Sie noch einladen, auf unsere Homepage zu gehen. Bitte einfach oben auf das Feld Science drücken, dann kommen Sie direkt auf diese Seite und hier bei Fotos und Videos haben wir einige Beiträge direkt aus dem Unterricht für Sie vorbereitet, damit Sie einen Einblick bei uns in den Zweig bekommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe natürlich für Fragen jederzeit zur Verfügung.